Also ich wusste, ich war schwanger. Der Jugendwerkhof Siethen hat dann gesagt, ich soll mal zum Arzt gehen. Und dann haben die nachgeguckt mit Ultraschall, wäre alles in Ordnung. Da sind zwei, sagt die. Was? Ich war komplett schockiert. Zwei? Wie kommen denn da zwei rein? Hab ich dann noch, du bist ja naiv im Alter, ne? Ey, zwei. Und dann war ich noch glücklicher. Ich habe mich sehr gefreut. Im Jugendwerkhof, da war ein Mädchen drin, die kam mal zu mir und da war kein Erzieher da gewesen. Yvonne, die planen, dass du morgen nach Potsdam sollst zur Abtreibung. Die wollen, dass du die Abtreibung in Potsdam morgen machst. Ich wusste, jetzt nächsten Morgen geht's los und die Kinder werden abgetrieben. Dann habe ich, saß dann oben und ich die Taschen waren gepackt und dann bin ich hier runtergerannt in diesen Speisesaal, hab das Fenster aufgemacht, bin dann hier runtergesprungen, also von da oben bis hierher. Und dann bin ich abgehauen, weil ich einfach die Kinder behalten wollte. Ja, ich wollte sie mir halt nicht wegnehmen lassen. Ja. In der Zeit, wo ich da so geflüchtet bin, habe ich mich eigentlich geschont. Ich habe gar nichts groß gemacht, bin viel gelaufen, das weiß ich noch, aber sonst wüsste ich jetzt nicht. Immer von einem Ort zum anderen. Ich wollte ja nicht gefunden werden von der Polizei, weil ich habe mal bei dem geschlafen, mal bei der. Oder es waren halt immer Bekannte irgendwie hier. Also ich musste diese Zeit nur rumkriegen. Ich glaube, ich war ungefähr 3 Wochen da auf der Flucht gewesen während der Schwangerschaft. Also dass sie mir die Kinder nicht wegnehmen konnten. Ich musste ja irgendeine 12 Wochen überbrücken. Dann haben die mich auch wieder aufgegriffen, aber dann war es ja zu spät. Bin ich wieder zurück und dann haben sie gesagt, ja, du weißt ja jetzt, durch die Schwangerschaft wirst du entlassen. Und währenddessen ich dann auch nachher dann so die Entlassungspapiere bekommen habe, hat dann unten die Sekretärin, die hat damals dann zu mir gesagt, Yvonne, denk an meine Worte, du wirst deine Kinder nie sehen. Ich hatte einen Tag vor der Entbindung oder 2 Tage hatte ich wenige Kindsbewegung. Dann habe ich aus Sicherheitsgründen bin ich ins Krankenhaus und habe das überprüfen lassen, ob das normal ist oder ob irgendwas ist mit den Kindern. Ich habe dann Angst gehabt. Und dann sagte der Arzt, nee, das ist normal, Frau Günther. Sie müssen sich mal vorstellen, es sind 2 große Kinder. Da bewegen die sich nicht mehr so. Das ist normal, ist alles in Ordnung, Frau Günther. Brauchen sich keinen Kopf machen. Okay, wieder nach Hause gefahren. Und in der Nacht ging es dann los. Dann hatte ich auf einmal, ist meine Blase gesprungen. Meine Mutter hat dann angerufen, wir brauchen einen Krankenwagen ganz dringend. Dann haben die mich mitgenommen, meine Mutter durfte nicht mit. Also die haben gleich gesagt, wir rufen sie dann an. Also ich bin dann auch mit. Dann habe ich auch die ersten Medikamente schon gekriegt, das weiß ich noch. Wurde dann direkt in so ein Zimmer reingefahren und dann haben die mich an den CT-Schreiber rangelegt. Und da lag ich dann, also mir kam es vor wie eine Ewigkeit. Ich habe dann auch ewig keinen Arzt gesehen, keine Schwester, niemand. Ich war da ganz alleine gelegen. Und dann irgendwann kam mal jemand und die hat dann geguckt, hat nichts gesagt. Ist wieder weggegangen und dann kam eine Ärztin und die sagte dann zu mir, wir müssen was überprüfen und dann ist sie mit mir zum Ultraschall, das war im Keller damals unten, hat die Ultraschall bei mir gemacht. Nach 5 Minuten oder so hat die dann gesagt, Frau Günther, ich muss Ihnen ehrlich sagen, sind beide Kinder gestorben. Ja, dann musste ich erst mal begreifen, was sie da gesagt hat. Das ging auch ganz schnell. Dann bin ich in diesem Zimmer, was schon offen war, reingefahren worden. Und auf einmal waren 4 bis 5 Schwestern, 2, 3 Ärzte. Der ganze Raum war auf einmal voll mit Haufen Leute,
Mich haben sie dann ans Bett festgeschnallt. Und dann wurde so ein grünes Tuch hochgezogen, das ich nicht sehe. Dann wurde ich irgendein Zeug gespritzt. Ich kann mich dann nur noch daran erinnern, ich habe geweint ohne Ende, das weiß ich noch. Ich konnte gar nicht begreifen, dass beide Kinder auf einmal tot gewesen wären. Obwohl ja einen Tag, ein paar Stunden vorher, war ja noch alles in Ordnung. Und die eine Schwester, weil ich dann nur noch geweint habe, die hat sich dann auf meinen Bauch gesetzt, gedrückt und hat mich dann angeschrien, ich soll mitmachen, pressen Sie doch mal. Dann kam ein Baby raus. Innerhalb von 2 Minuten war das andere Baby schon da. Und dann habe ich Schreien, also Babygeschrei gehört. Und dann habe ich auch gefragt, wo sind die Babys, also wo sind meine Kinder? Und dann sagte die, ja, sie wissen ja, die sind beide gestorben. Und ist auch besser, wenn sie nicht sehen, wegen der Psyche. Und ich bitte sie, gehen sie nicht hoch auf die Kinderstation, das tut ihnen nicht gut.